Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Adobe More. Heute ein Software-Review. Ich habe ja lange keine Videos mehr gemacht, aber jetzt werde ich im Laufe der Zeit wieder mehr Videos machen. Diese Software heißt Spirited Away und das ist ein Programm, das euch für euren Mac ein bisschen hilft. Und zwar schließt nach einer einstellbaren Zeit automatisch die Fenster, die ihr nicht mehr benötigt habt oder gebraucht habt, um den Schreibtisch ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Das Ganze findet ihr auf dieser URL, die werde ich in die Videobeschreibung packen. Und hier steht dann auch nochmal, was das macht. Und zwar, es checkt jede laufende Applikation nach ihrer Aktivität und je nachdem, ob die Anwendung eine bestimmte Zeit lang gelaufen ist, schließt die, oder eher gesagt, verdeckt sie dann die Anwendung. Also quasi Hide. Das steht ja da hier in der Beschreibung. Die aktuelle Version ist die Version 0.7 und für die Mac OS X 10.5 Leopard and Later ist das Ganze. So. Hier kann man das Ganze runterladen als ZIP-Datei. Die entpackt sich automatisch und dann können wir das direkt mal downloaden. Wenn man das Ganze startet, das mache ich jetzt mal, kommt erstmal die Meldung, okay, das kommt sowieso immer. Und jetzt passiert erstmal gar nichts, deswegen kann man das eigentlich schließen. Es hat sich quasi im Hintergrund geöffnet und das Ganze sieht man jetzt dort oben. Da steht dann auch Spirited Away und jetzt klicken wir da einfach mal drauf. Da können wir jetzt auf Inactivate klicken, das würde uns zwar jetzt nichts bringen, es würde uns das Ganze dann deaktivieren, es wird nämlich automatisch aktiviert. Hier steht dann quasi, was gerade geöffnet ist, das ist das Aufnahmeprogramm der Internetbrowser und hier können wir dann in die Einstellungen. In den Einstellungen können wir dann einstellen Time to Hide, also nach welcher Zeit ein Fenster dann ausgeblendet werden soll und das stellen wir zum Beispiel so auf 80 Sekunden mache ich das meistens. Ich hatte sie extra deinstalliert, um das zu zeigen und dann kann man das Ganze auch noch mit iChat verbinden. Das ist auch ganz praktisch, aber ich benutze iChat jetzt eigentlich nicht. Ich benutze Adium und Skype, aber das ist eine andere Sache. Das war es eigentlich schon. Ein sehr nützliches Programm, es funktioniert auch. Und es ist echt richtig nützlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht werdet ihr mich ja weiterempfehlen. Abonnieren, kommentieren und tschüss.